Apple-typisch ist das User-Interface der hauseigenen Apps sehr schlicht gehalten. Genau das trifft auch auf Apples Notizen zu. Schnell kann der Eindruck entstehen, dass hier nicht viele Funktionen geboten sind. Nach einiger Zeit GoodNotes habe ich nun über ein Jahr täglich Notizen in Verwendung und meine Güte, ich habe mich sowas von geirrt. Apples Notizen wird zur Wunderwaffe, wenn es ums produktive Erfassen und Verwalten von Notizen geht. Und wieder einmal sind es die wenigen kleinen Funktionen, die ich beim Arbeiten mit Notizen so sehr liebe. Sicherlich wusstest du bereits, dass dein iPhone bzw. iPad einen Scanner im System verbaut hat. Diese Scan-Funktion kannst du entweder in der Dateien-App oder aber auch in der Notizen-App aufrufen. Über Notizen hast du zwei große Vorteile. Entweder du rufst den Scanner über das App-Icon auf oder aber auch über das Kontrollzentrum mit dem Notizen-Icon. Das ist vor allem dann praktisch, wenn es schnell gehen muss. Der zweite Vorteil, ein Scan in Notizen lässt sich im Nachhinein noch beliebig weiter anpassen. Neue Seiten hinzufügen, Randerkennung anpassen, Farbstil einstellen, Seiten drehen oder natürlich auch Markierungen hinzufügen. In Notizen kannst du die Suche verwenden, um ganz schnell Scans oder auch PDFs zu finden. Du musst einfach nur ein Schlagwort von diesem Scan oder der PDF eingeben und Notizen findet dieses Dokument. Eine unendliche Seitendarstellung erfordert eine spezielle Möglichkeit, um sich neuen Platz zwischen dem Geschriebenen verschaffen zu können. Tippst du in eine Zeichnung, so kannst du eine Leerzeile einfügen, welche sich an der gelben Markierung anpassen lässt. Es ist auch möglich, handschriftlichen Text zu markieren, um dann dessen Position anzupassen. Bilder lassen sich auf zwei Arten in eine Notiz einbinden. Entweder im Fließtext, wofür du dann die Wahl zwischen kleinen und großen Bildern hast. Diese Bilder lassen sich dann wie in einer Mediathek auswählen und mit Markierung versehen. Die zweite Variante ermöglicht dir das Hinzufügen von Bildern in eine Zeichnung, ganz einfach via Drag and Drop. Dort lässt es sich beliebig in der Größe anpassen. In Notizen gibt es einen Color Picker, welcher auch außerhalb von Notizen funktioniert. Über das Stiftmenü muss nur das Farbrad aufgerufen und die Pipette ausgewählt werden. So lässt sich ganz leicht die Farbe von einem anderen Fenster im Split View ermitteln. Fun Fact am Rande, aufgrund der Multitouch-Funktion lässt sich das auch am iPhone nutzen. Einfach den Finger mit der Pipette auf dem Bildschirm lassen und mit dem anderen Finger zur gewünschten App navigieren. Ziemlich geil, oder? Weniger cool ist folgende Tatsache. YouTube sagt mir, sieht gut aus, dein Kanal hat 56.931 Aufrufe in den letzten 28 Tagen erzielt. Aber mit Blick auf dich als mein Zuschauer befürchte ich eine unschöne Krümmung der Raumzeit in der Nähe des Abo-Buttons. Ich rate dir also, dich mit 80% der Lichtgeschwindigkeit auf diesen Abo-Button zuzubewegen und ich verspreche dir, die Welt sieht dann ganz anders aus. Wenn du bereits meinen Kanal abonniert hast, danke ich dir vielmals, denn dadurch unterstützt du natürlich meine Arbeit hier auf YouTube. Und an alle Ü65-Jährigen, das nenne ich vorbildlich. Probier es einfach mal aus. Drag and Drop einer Mail-Vorschau in eine Notiz. Das erzeugt eine kleine Vorschau der Mail, welche sich antippen lässt und dich direkt zur Mail in der Mail-App bringt. Und Links zu Internetseiten lassen sich auch mit einer kleinen Vorschau der Seite einbinden, so wie du das hier sehen kannst. Aber keine Angst, Links lassen sich auch im Klartextformat einbinden, einfach den Link kopieren und direkt einfügen, als wäre es ein Text. Ganz klar ist Notizen in Sachen Stiftkreativität längst nicht so gut wie GoodNotes. Doch wenn es um das Verfassen von Texten mit der Tastatur, aber auch Sammeln verschiedenster digitaler Elemente geht, hat Notizen ganz klar die Nase vorn. Und das zieht sich durch wie ein roter Faden. Durch die Listendarstellung meiner Ordner und Notizen habe ich sofortigen Zugriff auf den richtigen Ablageort einer neuen Notiz.
Tags und intelligente Ordner erleichtern dabei das Auffinden von Notizen. Durch Wischgesten lassen sich Notizen anpinnen oder auch lösen. Das Formatieren von Text ist über Tastenkürzel sofort griffbereit. Und zur Formatierung eines ganzen Absatzes muss dieser nicht einmal markiert werden. Es genügt, wenn sich der Cursor darin befindet. Klingt nach wenig, ist aber in der Praxis der Hammer. Und die Bedienung ist nicht ohne Grund, so wie sie ist, denn damit lässt es sich auch wunderbar in Notizen am iPhone arbeiten. Notizen gibt es zwar nicht für die Apple Watch, vermutlich weil hier in weiten Teilen die Nutzung nicht sinnvoll wäre, doch all die, welche für das ein oder andere doch gerne eine Notiz schnell auf der Watch lesen oder auch verfassen möchten, können einen Kurzbefehl dazu anlegen. Wie das geht, habe ich bereits in anderen Videos gezeigt, schau da gerne einfach mal rein. Der rote Faden geht weiter. Zum Beispiel erkennt Notizen Terminangaben, welche sich dann auch als neues Ereignis im Kalender eintragen lassen. Notizen erkennt auch Telefonnummern, zum Beispiel diese hier, welche sich dann auch direkt anrufen lässt. Im Übrigen erkennt Notizen auch Telefonnummern und Termine in handschriftlichen Notizen. Das ist ziemlich praktisch, wenn man gern mal mit dem Stift was notiert. Du willst lieber Protokollen mit dem Stift schreiben, hast aber keinen Bock auf nachträgliches Abtippen? Kein Problem, denn handschriftlicher Text lässt sich ganz einfach markieren und als Text kopieren. Schnell einfügen und eventuelle Fehler schnell korrigieren. Tags lassen sich nicht nur zum schnellen Auffinden nutzen. Notizen mit dem immer gleichen Aufbau habe ich einfach mit dem Hashtag Vorlage versehen, so habe ich diese Vorlage gleich griffbereit und ich muss mir den Inhalt einfach nur in eine neue Notiz kopieren. Nach einiger Zeit mit Notizen habe ich den sinnvollen Aufbau von Notizen verstanden. Schnell, ohne Ablenkung, Änderungen vornehmen, um weiterhin konzentriert bei der eigentlichen Notiz bleiben zu können. So ist zum Beispiel der Wechsel zwischen Blanko, liniert, unkariert, schnell und unkompliziert möglich, was ich wirklich sehr, sehr gerne nutze. Oder auch durch Wischbewegungen auf einer Notiz lässt sich schnell der Ablageort der Notiz selbst bestimmen, was vor allem am iPhone Gold wert ist. Aufgrund der Listendarstellung ist aber auch einfaches Drag-and-Drop sinnvoll möglich. Und die Nutzung von Emojis in Ordner und Notiznamen schafft einen optisch effizienten Überblick und ganz nebenbei macht es so mehr Spaß, in Notizen zu arbeiten. Glaub mir, probier es einfach mal aus. Anstatt Dateien via Mail hin und her zu senden, arbeite ich immer mehr direkt kollaborativ in Pages, Numbers, Erinnerungen und eben auch Notizen, weil das so enorm viel neues Potenzial bieten kann. In Notizen einfach eine Wischbewegung auf einem Ordner oder einer einzelnen Notiz durchführen und dann via Mail den Link mit anderen teilen. Es ist eine so simple Funktion, doch ich nutze sie jeden Tag, den Dark Mode. Dieser sieht in Notizen nicht nur hübsch aus, sondern es ist auch möglich, die Notiz im Dark Mode weiterhin mit einem weißen Hintergrund zu verwenden. Der eigentliche Grund, weshalb ich tatsächlich GoodNotes nicht vermisse. Seitdem ich gelernt habe, mit Notizen richtig umzugehen, ist mir der Vorteil, Notizen produktiv auch am Mac und iPhone nutzen zu können, viel wichtiger als nette Option für den Stift. Dadurch habe ich auch angefangen, viel mehr direkt aufzuschreiben, was wie gezeigt übers Kontrollzentrum, aber auch via Schnellnotiz einfach möglich ist. Wenn du jedoch vor allem nach kreativen Möglichkeiten mit dem Stift in ein Notizprogramm suchst und Notizen oft als PDF oder für den Druck exportieren musst, dann ist für dich vermutlich GoodNotes doch die bessere Wahl. In diesen beiden Videos erfährst du mehr zu meinen Lieblingsfunktionen in GoodNotes.